Viel Regen mit kurzen Wärmeperioden dazwischen. Der Sommer 2024 ist optimal für Zecken. Wildtierökologe Gernot Segelbacher weiß, wo sie sitzen. Also es gibt ja bei uns verschiedene Zeckenarten und die häufigste Zecke ist der Holzbock. Und die sitzen vor allem im unteren Bereich, also so zwischen 30, 60, 70 Zentimeter. Die sitzen nicht, wie man immer wieder mal so hört, in den Bäumen oder hoch oben in den Büschen, sondern die sitzen unten in der Vegetation. Zecken ist es ziemlich egal, welches Blut sie saugen. Nur frisch muss es sein. Zecken sind Opportunisten. Die nehmen das, was sie irgendwie als nächstes bei ihnen vorbeiläuft. Ob das jetzt ein Kleinsäuger ist, also eine Maus, oder ob das jetzt ein Reh ist oder ob das ein Mensch. Das ist der Zecke eigentlich, oder dem Holzbock als der Zecke, jetzt primär erstmal egal. Zecken kommen inzwischen überall vor. Selbst auf einem breiten und gepflegten Weg im Gebirge ist man nur gewappnet, wenn man stur die Wegmitte nutzt. Sobald sie am Bereich sind, wo sie die Vegetation streifen, haben sie eine Wahrscheinlichkeit, dass sie auch eine Zecke abstreifen können. Das heißt, ob sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind und an der Seite irgendwo ein bisschen Gras oder sowas reinragt, haben sie immer eine Möglichkeit, dass da auch eine Zecke sich dann irgendwie mal fallen lässt und sich auf den Weg zu ihnen macht. Ein dickes Hundefell ist übrigens keine Hürde für eine Zecke, auch wenn sie einen Hund manchmal nur als Taxi nutzt. Ich würde nicht sagen, dass das eine Frage des Fells ist, aber Haustiere schleppen natürlich auch Zecken in Wohnungen und die können natürlich durchaus dann auch den Mensch dann nachher übergehen. Wobei es bestimmte Zeckenarten gibt, wie die Auwaldzecke, die hauptsächlich zum Beispiel Hunde befällt. Aber grundsätzlich können sie auch die Zecke, wenn sie schon mal am Haustier ist, natürlich dann auch auf den Menschen übergehen. Zecken sind gemütliche Tiere. Blut to go, wie bei Schnaken, gibt es bei ihnen nicht. Die Zecke als Blutsauger hat ja ein bisschen einen anderen Mechanismus als jetzt so eine Stechmücke. Die Stechmücke fliegt hin, saugt, kann auch durch Textilien gehen und fliegt dann wieder weg. Die Zecke bleibt ja an Ort und Stelle und braucht mehrere Stunden bis Tage, bis dann die Blutmahlzeit komplett aufgenommen ist. Das heißt, die braucht ein ungeschütztes Stück Haut und damit übrigt sich die Frage, ob die durch die Kleidung geht. Somit bleibt genügend Zeit, eine Zecke von ihrem Vorhaben abzubringen, wenn man sie denn findet und entsorgt, bevor sie ihren Platz zum Saugen gewählt hat. Diese Zeit sollte man sich nehmen.